Ein weiterer Höhepunkt der 60-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Dülmen und Charleville-Mézières fand am Samstag, dem 8. Juli 2023, im 1a statt. Das Partnerschaftskomitee Dülmen hatte Künstler aus der französischen Partnerstadt eingeladen, ihre Werke in Dülmen auszustellen. Die Idee ist geboren worden, weil die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees aus Charleville-Mézières selber in einer Künstlervereinigung, diesem Atelier, tätig war als Künstlerin. Und da wurde das geboren, der Gedanke, dass wir die Künstler hier in der Partnerstadt ausstellen lassen. Von den 20 Künstlern aus der Association L'Atelier stellen insgesamt 15 hier aus. Die Kollegen vom Partnerschaftskomitee sind extra mit einem Bulli der Stadt Charleville-Mézières gekommen, um alles mitbringen zu können. Es sind wirklich zahlreiche Kunstwerke aller Arten, vor allen Dingen auch oben. Die Wände hängen schön voll, die Vitrinen sind bestückt. Es gibt wirklich viel Interessantes zu sehen. Künstlerin Marie-Joseph Favre, gleichzeitig Vorsitzende des Partnerschaftsvereins in Charleville-Mézières, bedankte sich für die Einladung und die Gelegenheit, Kunst in Dülmen zu präsentieren. Wir sind sehr erfreut über den Ort, der uns hier geboten wird zur Ausstellung unserer Werke und die Möglichkeiten, hier in größerer Form einmal Werke unserer Künstler zur Schau zu stellen. Dafür sind wir Ihnen sehr dankbar, dass wir diesen Platz hier nutzen können. Je vais déjà parler de cet atelier. Wir arbeiten mit allen möglichen Formen, mit Bildern, mit Gemälden aller Art, mit Gravuren verschiedenster Art, mit Statuen und mit Zeichnungen jedenfalls. Deshalb. Et le travail de la terre. Die ausgestellten Werke sind vielfältig. Zur Eröffnung waren einige Künstler der Ateliergemeinschaft aus Charleville-Mézières persönlich angereist, um ihre Kunstwerke im 1a wirkungsvoll zu platzieren. Denn alle Kunstobjekte können auch gekauft werden. Stellvertretende Bürgermeisterin Annette Holtrup überbrachte die Grüße der Stadt Dülmen. Sie freute sich über den Besuch der französischen Freunde, die im Jubiläumsjahr bereits mehrfach den Weg nach Dülmen fanden. Vor vielen Jahren hat es in der Stadtbücherei schon einmal eine Ausstellung gegeben, das habe ich gehört, ich war selber leider nicht vor Ort, aber ich denke, heute hier im 1a, ja in unserem neuen Haus, feiern wir erstmal Premiere und ich würde mir wünschen, wenn sich das nochmal wiederholt. Für die musikalische Begleitung der Veranstaltung sorgte das Duo Well Connected, Bernhard Well und Guido Pika. Zum 25. August kann die Ausstellung jetzt im 1a besucht werden. Danach erfolgt der Rücktransport nach Frankreich für weitere Ausstellungen in den Ardennen.